Yo, ich grüße euch ganz herzlich hier zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Twilight Princess. Jawohl. Ja, vielleicht ist euch ja schon bei mir aufgefallen, dass ich ja so einen ziemlichen Striss durch mein Gesicht habe oder in meinem Gesicht habe. Das ist also ganz oben eher blasser bin und unten eher so rötlicher. Naja, liegt daran, dass ich im Skiurlaub gewesen bin, der prallenden Sonne. Und ja, da habe ich mir leider einen Sonnenbrand zugezogen, der jetzt erstmal verheilen muss, aber was soll's. Naja, darum soll es jetzt auch nicht gehen, nur falls das halt aufgefallen ist. Ja, im letzten Part haben wir uns schon mal mit Schloss Hyrule auseinandergesetzt. Da haben wir mal, ja, die ganzen Außenbereiche erkundet. Und jetzt, liebe Leute, werden wir uns Richtung Ganondorf begeben und werden mal ins Innere des Schlosses reingehen und mal gucken, was uns da erwartet, ne? So, man hört ja schon diese ganz legendäre Musik von Ganondorf, ne? So. Oh, mal gucken. Ah, uns erwartet wieder irgendwas Schönes. Was ist das denn diesmal? Ah, vielleicht Langziehen. Yo, das hat gut gesessen. Na, ihr seid sowas von schnell geschiste. Na, komm her. Wow. Ihr seid aber starke Gegner. Na, da sind wir ja noch mal eine Herausforderung gewappnet, bevor das hier Ristis in den Kampf geht. So, war immer noch nichts. Na. Wow, kommt mal her. Wow. So, und du auch noch. So, haben wir es jetzt? Jawohl. Ey, jetzt wird der Raum sogar erhellt. Das ist ja sehr schön. Und Leute, achtet auf die Mucke, ne? Das ist schon Ganondorf-mäßig. Es wird immer spannender. Wir sind am Ende angelangt. So, jetzt ist natürlich nur noch die doofe Frage. Dass wir auch möglichst noch den Kompass finden. Vielleicht können wir da ja den Doppelhaken ganz gut nutzen. So, mal schauen. Vielleicht ein bisschen nach unten gehen, ist auch immer gut. So, und ran mit dir. Sehr schön. Was haben wir hier? Joa, noch nix, ne? Alles klar. Dann würde ich mal sagen, werden wir uns mal der anderen Seite widmen und da mal gucken, was so auf uns zukommt. So, hier haben wir ja eine Truhe. Sehr schön. Oh, sogar eine leuchtende. Das kann nur bedeuten. Jawohl, der Kompass. Sehr gut. Alles klar. Gut. Können wir von hier aus da hoch? Nee, das können wir nicht. In der Tat. Können wir das nicht? Also gehen wir einfach mal hier lang. Und ich sehe. Ja, einige Truhen, die wir noch zu öffnen haben. Alter, was ist das für ein Mist, ne? Ja, dann geht man ein bisschen weiter nach unten und dann wird das Problem schon gelöst. Ist ja jetzt nicht so das Ding. Ich würde jetzt erstmal auf die Karte gucken. Haben wir unten alles sauber? Ja, das sieht sehr gut aus. Okay. Die beiden Truhen, die da noch sind, die werden wir noch holen. Da habe ich jetzt mal keinen direkten Zweifel dran. So, aber ich würde sagen, dass wir uns erstmal hier in diesen Raum begeben. So. Aha, hahaha. Ne Nimbusgarde. Hätte man ja nicht anders erwarten können. Dann los. Und zack. Das war nix. Man hat hier aber auch erst ein bisschen wenig Platz mit meinem Schreibtisch. Das war jetzt scheiße. So. Na. Ey, sag mal. Streng es mal an hier. Und zack. Nimm den Scheiß hier. Und nimm das. Yo, das läuft. Und nimm den. Und nimm den hier. Sehr gut. Sag mal. Ey, das ist so genau das Problem, was ich immer habe, ne?
dass man Mist im richtigen Moment irgendwie trifft. Und das ist genau das Problem, mit dem ich derzeit auch in Breath of the Wild zu kämpfen habe. Weil, liebe Leute, ne? Ich weiß ja nicht, ob ihr euch schon mal Breath of the Wild Videos von mir angeschaut habt. Ich hoffe doch, das fände ich sehr schön. Aber in Breath of the Wild, ne? Das ultimative Spiel des Jahres 2017, ne? Da geht das so richtig zur Sache. Also, da ziehen Gegner erst verdammt viel ab. Da muss man erst präzise sein und genau im richtigen Moment halt ausweichen, um halt den Gegner den Chaos zu machen und entsprechend, ja, und um da entsprechend vergelten zu können. So, komm her. Yo, nimm diesen Scheiß hier. Hey, du bist ja sogar tot. Ja, naja, drei Herzen werden uns gegönnt, aber ich will euch damit nur sagen, die Nimbus Garden sind die stärksten Gegner in Twilight Princess, aber in Breath of the Wild sind die stärksten Gegner Leunen, ne? Und wenn man da nicht die richtige Technik drauf hat, man da nicht richtig ausweichen kann, dann ist man sowas wie von in 0,nix Sekunden tot. Okay, hier in Twilight Princess halt noch nicht, Gott sei Dank, aber das kann auch schon durchaus krass werden. So, und was machen diese Laternen? Ja, hätte man ja das denken können, ne? Dass die da irgendwie so Platten nach oben schieben. Jetzt ist so die bloße Frage, wenn wir die Laterne ausmachen, dann müsste es auch die dritte Plattform nach oben bewegen. Kann das sein? Wisst ihr was, wir probieren es aus und lassen jetzt einfach mal. Joa. Hey, perfekto. Wie ich mir das gedacht habe. So, aber was haben wir hier drin? Ja, super. Wisst ihr was? Alles scheiße, alles doof. Ich nutze jetzt den alten guten Trick, dass wir die Magierüstung einsetzen. Jorn einfach schön mit der Rüstung hier so herumstolzieren. Nochmal eine Riesensprungattacke ausführen. So lange, bis wir entsprechend genug Platz in unserer Börse haben, um, ja, um entsprechend die Rubine füllen zu können. Und ich würde mal sagen, wir werden das so ein bisschen länger mal laufen lassen, weil ich möchte die Rubine ein bisschen leeren, weil sonst muss ich die Magierüstung ständig einsetzen. Und ihr wisst schon, dass das doof ist. Und außerdem, ja, außerdem wisst ihr Bescheid, dass wir ja ohnehin kurz vorm Ende sind. Das heißt, wir brauchen nicht mehr unbedingt die Sachen. Aber jetzt natürlich die Frage. Aha. Ah, hahaha. Seht euch mal an. Ein Bild von Schloss Hyrule. So. Mir kommt ja schon so der Verdacht, dass wir das abschießen müssen. Richtig. Zack, bumm. Ah. Das scheint ein Hinweis darauf zu sein, in welcher Reihenfolge man diese vier Fackeln anzünden muss. Genau, ich würde mal sagen, wir fangen also an. Erstmal hier. Nups. Die Laterne bitte raus. So, dann einmal. Hä? Ey, das war jetzt scheiße. Nee, also dann muss das definitiv in der anderen Richtung erfolgen, soweit ich weiß. So, also, wir müssen genau hier anfangen. Dann geht es dahin, dann dahin und zu guter Letzt dahin. Joa. Rätsel gelöst, ne? Eigentlich easy. So. Alter, aber Link, ne? Der sieht mit seiner Rüstung einfach professionell aus. Oha. Ja, mit Eus Exalfossen habe ich es ja schon genug zu tun gehabt. Aber kommt her. Ihr seid nicht so das Problem für mich. So. Und blank ziehen. Ja, das hat leider nicht geklappt. Shit, aber auch. So. Wow. Ey, das war ja mal ein krasser Schlag hier. Yo. Nimm den. Und jetzt einmal den hier. Ja, das war ja mal ein Kampf, wie man sich den typischerweise vorstellen kann. So, jetzt ist halt die Frage,
Können wir irgendwas jetzt hier machen? Ich glaube nämlich schon, und das sieht so aus, als wenn wir. Ja. Diesen Kronleuchter hier bewegen, der uns irgendwie nützlich erweist? Oder soll das bloß eine Abkürzung darstellen? Ich glaube, dass nämlich eher, dass das irgendwie eine Abkürzung darstellen soll. Also wir haben auf der anderen Seite. Moment mal. Ja, genau. Bringt das irgendwas? Nee, wisst ihr was? Wir werden das einfach mal erkunden. Wir gehen mal zur anderen Seite hin. So. Erstmal zurück in den ursprünglichen Raum, damit wir noch die Truhe holen können. So. Okay, wir haben fast die Hälfte an Rubine verspeist. Naja, was ja ganz gut ist, weil ganz ehrlich, die ganzen Truhen, die werden uns das in 0, nix auffüllen. Also würde ich sagen, an der Stelle ziehen wir uns mal wieder unseren. Alter, ich bin ein Depp, ey. Das kann doch nicht angehen. So. Okay, nochmal die Prozedur hier. Dann gib mal her. Und befördere das nach oben. Sehr schön. So, ne? 50 Rubine. Fresse. Bringt uns voll viel. Nö, eigentlich ironisch gemeint, bringt uns kaum was. Naja, was soll's. So, was haben wir hier? Ach ja, ihr seid ja esst nix, ne? So, kommt her. So. Und langziehen. Yo, das hat mal gut gesessen hier, ne? Aber das war's noch nicht. Dann muss doch hier irgendwas noch versteckt sein, ne? Ach, seht euch. Ach ja, geil. Guck mal, das ist doch ein. Das ist doch das Bild von der nördlichen Hyrule-Ebene mit Schloss Hyrule im Hintergrund. Ja, das ist ja cool. Und da noch in der Abenddämmerung, ja. Also da muss man ganz ehrlich zu sagen, ich finde diese Parallelen, diese Kleinigkeiten, die man im Spiel eingebaut hat, so einfach richtig nice, ne? Also da hat man wirklich viel von. Und wenn man auch mal bedenkt, ne? Die Wii-Version ist ja noch das eine, aber die HD-Version, die ja seit 2016 existiert, da hat man das bestimmt noch mal ganz schön verschärft und diese Kleinigkeiten echt deutlich gemacht. So, zwei Kristallschalter. Mal gucken, ob was die bewirken. Ja, super. Gelbe Schleime bringt uns ja auch voll viel. Ha. Nee, wisst ihr was? Da muss es doch der sein, ne? Sehr schön. Ja, im Leben können Überraschungen passieren, das ist unglaublich. Aber okay, was haben wir jetzt davon? Yo, einfach mal zwei Nimbus Garden. Ja, Mensch. Mit denen haben wir eine Menge Spaß. So, kommt her. So, jetzt stell das mal bitte besser an. Ich meine, wir haben ja schon die Drillhöhle geschafft. Das zeigt ja schon mal einiges, dass wir durchaus tauglich sind, was das Ganze angeht. Aber dass sie immer hintereinander so ihre Fetzelchen machen, beziehungsweise so, die wirken halt gemeinsam und das ist natürlich schon eine Ecke schwieriger. Ah, der hat uns schon wieder hier den Chaos gemacht. Nimm den Scheiß hier. Yo. So, jetzt bist du mal dran. Yo, sehr schön. Ja, das war Mist. Zack, nimm das hier. So. Und bumm. Ups. Das war in den Hosen. Yo, ganz klar, ne? Seid einfach nur diese scheiß Nimbus-Garden hier. Wir müssen das ausnutzen. Wenn sie Schildattacke machen. So. Und hopp hier. Bumm. Wow, das war stark. So. Das war nix. Na, kommt her. Und Helmspalter. Yo. Läuft.
Ja, wenn man die Schildattacke schon einsetzen kann, ne, dann wirkt sie aber hervorragend stark. So. Komm her. Bumm. Au. Manometer. Okay. Du bist schon mal erledigt. Das ist ganz gut. So, komm her. Wow. Zack. Bumm. Na, kommt her, ihr Lieben. Dies machen wir auch noch platt und dann seid ihr Geschiste. So. Au. Ey, sag mal. Kommt her, nimmt den Scheiß hier. Und nimm das. Na, los. Okay, einer ist tot. Das ist schon mal gut. So. Oh. Nimm dir die Herzen dringendst und mach ihm den Scheiß hier. So, wenn du die Attacke Maristis ausführen würdest, wäre das sehr nett. So, komm her. Und noch diesen Schlag und du bist Geschiste. Yo, das war mal geil. Ja, einfach mal gegen den Muskaden kämpfen ist mal eine feine Sache, ne? So, jetzt aber. Jetzt ist es Zeit, um mal Truhen zu öffnen. Sehr schön, da haben wir schon mal eine. Aber die anderen müsste es natürlich auch haben, das ist klar. So, dann werden wir mal nach unten gehen. Ich meine, jetzt können wir ja immer wieder nach oben. Ist ja jetzt nicht das Problem. So. Genau. Und hangeln uns da dran. So. Und hier haben wir eine Truhe. Sehr schön. Mit einem silbernen Rubin. 200 Rubine. So, jetzt stellt es aber die Frage. Wie können wir, ja, wie können wir an diese andere Truhe noch rankommen, die ja irgendwie noch scheinbar verdeckt ist? Aber die brauchen wir auf jeden Fall für die 100%. Und das war nix. Na, doof. Vielleicht ist hier ja irgendwas Gutes, was wir machen können. Aber ich müsste diese verfickte Truhe kriegen. Moment mal. Ah ja. Seht euch das an. Aber, nee. Bin ich komplett doof? Ich meine, irgendwie müssen wir doch noch an diese Truhe rankommen, ne? Aber wie? Ist der was? Wir probieren es einfach mal so. Irgendwo muss doch noch eine Plattform sein, über die wir da ja hin können, ne? Wobei, oh Mann, das ist so der, das ist doch so der Mist. Warum können wir uns dann nicht dranhaken? Das ist ja bescheuert. Dann würde ich mal fast sagen, dass wir einfach mal nochmal zu diesem Ort zurückkehren. Und dann mal gucken müssen, was wir da machen können. Auf jeden Fall geht es darum, dass genau da irgendwie noch, Bennett, ich glaube, du hast irgendwie irgendwas Bescheuertes, ne? Kann das sein? Alter, hab ich diese Truhe im fucking Ernst übersehen? Hab ich das? Wirklich? Also, da kann es doch nur eins sein. Da kann es doch nur idiotisch sein für, wenn es tatsächlich diese verfickte Truhe übersehen hat, ne? Oh Mann, ey, da könnt's mir ja glatt das Messer durch den Schädel ziehen hier. Nee, Spaß natürlich nicht. Aber das sind natürlich so Sachen, ey,
Da sieht man irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht, ne? Aber ich meine, wenn die Truhe da ist, dann ist ja alles irgendwie gar kein Problem. Und der was, dann holen wir die mal eben fix und flott. So, wo war sie jetzt? Oh, da ist sie, Alter. Dass ich die einfach mal übersehen hab, ne? Also, was zum Teufel ist los mit mir? Das kann ja irgendwie nur. Das kann doch nur bedeuten, dass irgendwie was mit mir deppert ist. Na, keine Ahnung was, ne? Was soll's. So, es geht wieder in den wunderschönen Außenbereich nach oben rein. So. Alles klar. Was haben wir da? Die Mastertruhe, aber vielleicht können wir uns ja noch was auch Schönes auf der anderen Seite holen. Ach ja, und guckt euch das an, ne? So Schloss Hyrule, einfach mal so mitten im puren Regen. So, was haben wir hier? Ja, das hätte man sich doch schon fast denken können, dass man nicht sofort so leicht daran kommt. Na, komm her. So, müssen wir noch diesen A, wie heißen die? Aerophos oder wie auch immer. So, ich glaube ja, ich glaube, die hießen schon irgendwie so, ne? Kann das sein? Ist meine. Na, komm her, na los. Na, komm, zack. Und nimm den hier, Helmspalter. Hey, super. Nimm den. Sehr schön. Jo, ein Herz wird uns noch gegeben. Das freut mich sehr. So. Öffne die Truhe. Und wir erhalten, ja, schon wieder einen Schlüssel. Mensch, das ist ja erst ein Ding hier. Also, ja. Nun, aber dann würde ich sagen, heißt es einfach mal auf die andere Seite gehen, ne? So, lasst uns die letzte große, entscheidende Truhe holen. Naja, wobei das ist nicht die letzte, aber der letzte große Masterschlüssel des Spiels, der sich genau hier befindet. Jo, und ja, uns wird das Tor aufgemacht, aber oh shit, viele Angriffe. Das ist ja scheiße. Oh. Was geht hier vor sich? Yo! Alter, von wegen hier. Was geht vor sich? Ah, hey, das sind doch Mo und ja, unsere Helfer der letzten Tempel. Ja, und der Typ mit der Bazooka da, ne? Alter, Scheiße, ey. Ja, wie gesagt, wir haben denen weitergeholfen, was den ganzen Tempel betrifft. Ja, und wir haben im Gegenzug einfach mal denen geholfen, ne? Oder, beziehungsweise, nee, wir haben denen geholfen mit den Tempeln oder ihren Suchen und die haben mir jetzt geholfen, ne? Ist doch geil. So, aber Leute, was soll's? Jetzt kommt der Master-Schlüssel heraus und wir haben den erhalten. So. Ja, 6 Minuten haben wir noch, aber Leute, das reißt. Das reißt dicke um uns jetzt vor das finale Tor zu stellen. Und dann würde ich sagen, geht das doch mal hier rein, ne? So. Und man merkt schon, Alter, es donnert und es blitzt und die Ganon-Musik ist noch extra mit Orgeln ausgestattet. Und das kann nur bedeuten, ja, wir werden uns dem Finale zuwenden. Ja, und um diesen Raum erfolgreich bestehen zu können, müssen wir als Wolf ins Gespür gehen und vielleicht erstmal diese Shit-Fledermäuse hier besiegen. Ganz genau. So. Und jetzt führen uns diese Geister den richtigen
Weg. So. Und Leute, es wird spannend, ne? Die Orgelbegleitung hier. So. Oh, das war shit. Oh, Mann, war das scheiße. Da hätte man es ja direkt an den Weg halten müssen. Naja, was soll's. So. Sehr schön. Noch ein Versuch hier rüber. Aber Leute, das kriegen wir gut hin. So. Sehr schön. Immer schön an den Weg halten. Dann wird das schon. Ah, Mann, Link. Bitte, 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 bitte. Gib dir Mühe und schaff den Riss, den Weg nach oben. Jawohl. So, und jetzt merkt man schon. Ah, diese Musik, ey, die ist voller Energie. Voller Spannung. Und. Ja, man merkt schon, mit jeder weiteren Etage ändert es die Musik. Die wird kraftvoller, die wird energiereicher, die wird spannender. Und wir nähern uns dem Ende immer mehr zu. So, hier merkt man schon, dass es die Musik wieder ändert. Wow, 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 ey. Es könnte so ausflippen, ne? Das ist einfach so spannungsvolle Musik hier. Und die wird auch immer lauter. So. Na, kommt her. Yo, sehr nice. Und nimm den hier. So, und du nimmst auch den hier. Sehr schön. Yo, und jetzt wird's mal wieder spannend. Wir haben wieder diese blöden Kreise. Und müssen uns denen stellen. Aber Moment mal, erstmal gucken. Haben wir in den unteren Bereichen alles abgedeckt? Ja, das sieht gut aus. So, Leute, wir sind bald da. Wir nähern uns dem Ende des Spiels zu. Ganondorf, du Bösewicht der Welt, wir kommen, um die Welt vor dir zu retten. So, dann mal los und hier. Das war mal gar nichts. So, erneuter Versuch. Ich hoffe, wir brauchen nicht so viele Versuche. So, und rüber mit dir. Sehr nice. Yo, nochmal einfach eine Nimbus Guard, die uns hier erwartet. Aber ganz ehrlich, im Gegensatz zu Ganon, bist du ernsthaft eine Memme und nix hier. Komm her. Das machen wir platt, so gut es geht. Du wirst uns auch nicht aufhalten können. So. Na, komm her. So. Yo, sehr schön. Wow, shit hier. Na. Oh, komm hier. So, Schildattacke. Können wir die irgendwie einsetzen? Nee, das können wir jetzt nicht, aber. Ja, das war scheiße. So, komm her. Ja, 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 ja. Ganz klar doch. So. Yo, nimm den Scheiß hier. Du bist gleich so weit. Okay. Autschi, das war doof. So, nimm den. So, bist du so weit? Jawohl. So. Na, komm her. Manometer, wir dürfen aber nicht zu nah an diese Wände ran, sonst. So. Mann, jetzt komm mal in die Mitte, verdammt. Was soll das? So. Nimm den Scheiß hier. So. Und nochmal. Nimm den Mist hier. So. Na, endlich. Da haben wir das. Ja, liebe Leute, uns steht die finale große Boss-Tür
des Spiels entgegen. Und ich würde sagen, beim nächsten Part werden wir Twilight Princess beenden und Ganon für immer in das Reich des Todes verbannen und ihm zeigen, was für ein Unheil er der Welt angetan hat und dass wir der Held, der Chef sind. Aber liebe Leute, zuvor müssen wir uns beim nächsten Part aber auch noch um diesen Raum kümmern. Machen wir alles nächsten Part. Es ist spannend, wie ihr wisst. Und es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch wie immer dran bleibt. Ja, der nächste Part wird der finale Part sein. Und ich hoffe, ihr bleibt dran. Ich werde mich auf euch freuen. Ihr werdet euch auch hoffentlich auf mich freuen. Ja, und dann würde ich mal sagen, macht's gut, ihr Lieben. Bis zum nächsten Part. Und ciao.